Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder mal Zeit für einen Espresso-Talk. Hallo Nick, schön, dass du wieder mit da bist. Hallo Jens. Und ihr seht schon, vielleicht sind wir heute ein bisschen aufgeregt, denn wir trinken aus größeren Tassen. Es ist ja aktuell gerade Fußball-Europameisterschaft. Deswegen haben wir mal wieder die Espresso-Tassen weggeräumt und eingetauscht gegen große Becher. Also ich habe hier den Sturm. Ich habe den Trainer. Und jetzt schauen wir mal, wer gewinnt. Dann schieß mal los, erste Frage. Ich würde gerne in Seitwärtsphasenstängels verkaufen. Das macht in meinen Augen nur Sinn, wenn ich keine Cues habe, oder? Welche Märkte wären dafür geeignet? Ich nehme an, Aktien sind dafür nicht geeignet. Also, das war eine Frage zum Thema Skew, also dieser auch Smile-Bezeichen, ne? Was ja bedeutet, dass oftmals bei Optionen auf einer Seite die Optionsprämien höher sind als auf der anderen Seite. In Aktienmärkten typischerweise sind die Puts teurer als die Calls, weil alle haben Angst, dass es runtergeht und niemand hat Angst, dass es hochgeht. Das ist bei Rohstoffen ein bisschen anders. So, und wenn man jetzt halt sagt, man möchte Strangles verkaufen, dann macht das natürlich... Dann kann man das auch in Märkten machen, die einen Skew haben, also zum Beispiel in Öl oder in Gold. Eine Seitwärtsphase setzt ja dann fast immer voraus, dass gar kein Skew da ist, weil du hast den Skew eigentlich immer nur dann, wenn es nach einer Seite besonders Bewegung gibt. Also wenn halt Öl explodiert und alle haben Angst, wird immer teurer, kaufen es alle wie verrückt, Calls, sind die teurer. Fällt Gold wie verrückt, haben alle Angst, dass es noch weiter fällt, kaufen es alle Puts, sind die Puts teurer. Und deswegen in Seitwärtsphasen hat man in der Regel gar keine Skews. Und deswegen kann man das da überall machen. Man kann es auch in Aktienmärkten machen. Das Einzige, wo man halt aufpassen muss, ist, wenn die Aktienmärkte mal anfangen zu kippen, dann steigt eben die Volatilität. Das ist schlecht für verkaufte Strangles. Und auf der anderen Seite werden die dann halt auf der Unterseite besonders teuer. Deswegen sind Strangles nicht immer so perfekt. Aber man kann es trotzdem auch in Aktienindizes machen. Also es ist nichts Falsches. Riskierst du bei solchen Trades potenziell mehr vom Konto? Also statt 0,5 zum Beispiel 1,5%. Genau, das war ein Video, die Übernahme von KUKA, wo wir Puts geschrieben haben. Gab es ein Übernahmeangebot und wir haben dann Puts darunter geschrieben, damit die war relativ sicheres Geld. So, und riskieren wir da mehr? Nein, also egal wie der Trade ausschaut, immer wenn sowas todsicher aussieht, also wo man sagt, wenn ich jetzt immer sage, ja, das ist todsicheres Geld, riskieren wir trotzdem immer nur unsere normale Positionsgröße, weil es kann immer irgendwas schief gehen. Und wenn du dann halt sagst, du hast plötzlich eine viel, viel größere Position, dann haust du dir halt um die Ohren. Und deswegen machen wir das nicht. Das Einzige, wo wir wirklich mal hochgehen vom Risiko, ist, wenn es einen Crash gab. Also wenn es so richtig die Märkte runtergehauen hat und wir sagen, oh, jetzt kaufen wir mal was oder jetzt verkaufen wir Puts, dann machen wir auch größere Positionen, weil dann wirst du halt super fürs Risiko belohnt. Aber alle anderen Trades fahren wir eigentlich immer relativ die gleichen Positionsgrößen. Jens, wie sollten eigentlich 10.000 S&P-Kontrakte großartig was bewegt haben? Was das im Mini und im S&P oder im Großen? Weil im Mini hätte man damit vielleicht 2 Punkte bewegt. Wir hatten das war im Mai 2010, gab es an der Börse einen sogenannten Flash-Crash. Das heißt, innerhalb von einer Stunde sind die Märkte mal ganz brutal eingebrochen, aber so richtig massiv. Also da Dow Jones, glaube ich, 800 Punkte oder sowas, also richtig viel. Und später kam dann eine Mitteilung, woran das lag, und zwar, dass irgendein Vermögensverwalter in den USA hat wohl 10.000 S&P-Kontrakte, Kontrakte heißt Futures, die hat er pauschal verkauft. Also er hat einfach gesagt, so verkaufe ich jetzt, und dann ging die raus. Und jetzt denkt man immer, 10.000 Kontrakte, das ist nicht viel, aber wenn man die halt quasi ohne Limit in den Markt schmeißt, das war damals so eine Situation, die Märkte waren gerade ein bisschen am Kippen, dann löst das halt vielleicht 2, 3, 4 Punkte Bewegung innerhalb von einer Sekunde aus, was viel ist, und dann springen diese ganzen elektronischen Kaufprogramme oder Verkaufsprogramme in dem Falle an. Das heißt, heutzutage findet ungefähr 80% des Handels über Computer statt. Aber jetzt nicht wie wir, dass wir alles tippen, sondern automatisiert. Computer, die selber nach Algorithmen entscheiden, kaufe ich oder verkaufe ich. Und in dem Falle war es halt dann so, die Initialzündung war eben, dass einer gedrückt hat und gesagt hat, so, jetzt mal raus damit, warum auch immer. Und danach haben
alle Computersysteme plötzlich gesagt, wir müssen verkaufen. Und dann war das wie so eine, Spanne. Und dann ging das immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und hat eben dann wirklich innerhalb von einer Stunde das totale Chaos ausgelöst. Am Ende des Tages war alles schon wieder vorbei. Also wir haben das damals gar nicht mitbekommen, weil wir schon zu Hause waren. Aber das waren tatsächlich angeblich, wir wissen das ja auch alle selber nicht, aber es sollen nur 10.000 Kontrakte gewesen sein. Wobei nur 10.000 Kontrakte, ich glaube, ein Kontrakt hat eine Margin von $5.000. Wenn man jetzt mal überlegt, 10 wären dann 50.000, 100 wären 500.000, 1.000 wären 5 Millionen, 10.000 wären also 50 Millionen Margin. Das heißt, das ist schon eine Position. Das ist jetzt nichts, was wir hier alltäglich bewegen. Also wer jetzt denkt, wir bewegen das nie. Ja. Also das ist schon eine größere Position, keine Riesenposition, aber das ist schon eine große Position, da geht es schon um viel Geld. Warum werden bei selben Optionen in der TWS und zum Beispiel in der TOS unterschiedliche IVs angezeigt? Machen wir erst kurze Begriffserklärung. TWS, Trader Workstation, das ist die Plattform, die es bei Interactive Brokers gibt, CapTrader, Linksbroker, die ja alle auf IB aufbauen, also auf Interactive Brokers. Und TOS, Broker aus Amerika, Sink or Swim. Und da ist tatsächlich so, dass die IVs, impliziten Volatilitäten, sich manchmal ein wenig unterscheiden. Jetzt nicht dramatisch, aber du hast halt bei der einen mal stehen 17,8 und bei der anderen 19,5. Und das kommt einfach auf die Berechnungsart an. Also das heißt, welcher Algorithmus ist hinterlegt, um die implizite Volatilität zu berechnen? Weil es gibt unterschiedliche Modelle, um einen Optionspreis zu berechnen. Und dann, also das Modell berechnet quasi einen fairen Wert. Und alles, was das dann mehr oder weniger kostet, ist implizite Volatilität. Jetzt kannst du aber diesen fairen Wert über verschiedene Formeln berechnen, die sich minimal voneinander unterscheiden. Das führt aber dazu, dass dann auch sich die daraus abgeleiteten impliziten Volatilitäten unterscheiden. Letztendlich spielt es aber überhaupt keine Rolle. Also wenn du jetzt sagst, ich handle mit der TWS, dann nimmst du halt immer die Zahlen. Wenn du sagst, du handelst mit Sink or Swim, nimmst du halt immer die Zahlen. Und es wird auch nie so sein, dass du sagst, ich schaue jetzt in beiden Plattformen nach und bei der einen hast du eine ganz hohe Volatilität und in der anderen eine ganz niedrige, sondern das wird schon immer ungefähr gleich sein. Und deswegen ist das ist wieder so ein Punkt, da kann man sich akademisch wahnsinnig damit beschäftigen. Mhm. Für die Praxis spielt es letztendlich keine Rolle. Nur die letzte Frage. Wann wird die Option und wann wird der Verlust akzeptiert? Beim Rollen besteht die Gefahr, dass die Verluste immer weiter erhöht werden, also sich besser gleich den Fehler eingestehen? Also wir machen ja prinzipiell erstmal nie Fehler. Ja, wir sind so wie die deutsche Fußballnationalmannschaft komplett fehlerfrei. Also Thema Rollen, um das Thema Rollen geht es ja. Wenn wir also Optionen, du verkaufst eine Option, die entwickelt sich nicht so, wie du das gedacht hast, die kommt ins Minus und wir müssen irgendwie was machen. Und jetzt ist natürlich so, man kann auch sagen, komm, Position ist nicht so gelaufen, wie sie soll, mache ich sie einfach zu, akzeptiere den Verlust, mache den nächsten Trade. Und das ist auch was man als Anfänger immer machen sollte, damit man erstmal reinkommt, damit man es einfach hält. Einfache Regeln, bestimmter Verlust erreicht, Trade beenden, Feierabend. Wenn man jetzt aber fortgeschritten ist, ein bisschen weiter ist, genau, das ist eine Gefühlssache oftmals, dann sagst du halt, du kannst aus jedem Trade was machen. Und es ist ganz, ganz selten, dass du wirklich dann sagst, am Ende, ich kann nichts mehr draus machen. Und deswegen wird ein erfahrener Händler schon immer rollen, der wird sich immer fürs Rollen entscheiden, hat natürlich immer im Blickpunkt dann, okay, was kann er denn noch machen? Ein Anfänger ist da vielleicht ein bisschen überfordert und deswegen muss er langsam da reinkommen. Deswegen wird ein Anfänger immer mal sagen, ich akzeptiere den Verlust, sage, okay, Trade beendet, neuer Trade her, und ein fortgeschrittener, ein professioneller Händler wird immer rollen. Weil du holst einfach viel, viel mehr Geld aus den Märkten, weil wenn du halt einen Verlust hast, sagen wir mal, du hast eine Option verkauft und hast $100 Verlust, okay, $100 Verlust. Der Profi schafft es aber durch dieses Rollen aus dem $100 Verlust $50 Verlust zu machen. Oder vielleicht sogar plus minus null zu machen. Im Idealfall sogar $50 plus. Und das ist natürlich bei uns, da wir von den Gewinnen her durch die Prämienhöhe, die wir verkaufen, immer begrenzt sind. Wenn wir nur $100 kriegen, können wir nur $100 verdienen. Aber wir können unsere Verluste minimieren. Und das schaffst du durchs Rollen. Und deswegen das ist so ein essentieller Punkt, wo man sagt, wenn du vorankommen willst, wenn du eine bessere Performance haben willst, musst du das lernen, wie man Optionspositionen adjustiert, wie man sie rollt. Und je länger du dabei bist, umso mehr wirst du rollen. Und wir hier, wir rollen ja fast alles. Also wir adjustieren nahezu 99 von 100 Trades. Okay, ja, dann
Danke. Mal wieder danke. Bis zum nächsten Espresso Talk. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Wollen wir noch einen Tipp abgeben? Was übrigens eine große Lüge ist, in unserem internen Tippspiel, ja, führt eine Frau sehr, sehr deutlich vor allen anderen. Und unser Fußballexperte ist übrigens letzter. Hallo Jan. Nein, komm, wir geben einen Tipp ab. Wer wird Europameister? Was sagt der Jogi? Dann natürlich Deutschland. Okay, also Deutschland wird Europameister und deswegen, da muss halt dann Gomez, dir gefällt ja Gomez, deswegen muss Gomez also noch Tore schießen. Oder Müller oder Götze oder wer auch immer. Boateng. Hauptsache wir werden Weltmeister. Nein, Quatsch, Europameister. Ja, das siehst du mal, ich hab auch nicht. Also Europameister.